Hallo und herzlich willkommen bei Selbermachen. Heute gibt es ein Video, das dreht sich hier ums Bad, um die Toilette genauer gesagt. Und zwar haben wir hier das Problem gehabt, dass das ganze Gerät ist jetzt schon 7 Jahre alt und da hat sich jetzt so viel Kalk angesammelt, dass wenn man gespült hat, das wieder voll lief, der Spülkasten, und nach einer Weile fing es dann an, über den Überlauf weiterzulaufen, weil der ganze Stoppmechanismus da verkalkt war. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr das Ganze reparieren und entkalken könnt. Und zwar nehme ich dafür Salzsäure aus dem Baumarkt. Das geht ein bisschen schneller als die ganzen anderen Kalklöser, die ihr sonst im Drogeriefachmarkt erhalten könnt, und ist sehr wirksam. Vorsicht beim Nachmachen, Salzsäure ist nicht ungefährlich. Wenn ihr euch das nicht zutraut, dann nehmt doch lieber Zitronensäure oder etwas harmloseres. Ihr müsst dann natürlich alles ein bisschen länger einwirken lassen, als ich das jetzt hier mache. Zuerst nehme ich hier die Verkleidung des Spülkastens ab. Die wird einfach nach oben gedrückt und dann oben abgeklappt. Obwohl das Ganze im ersten Moment ziemlich grauselig aussah, bin ich doch überrascht, wie wenig Kalk sich hier abgelagert hat. Jetzt wird natürlich erstmal das Wasser abgedreht und das Wasser komplett aus dem Spülkasten entleert. Mit ein bisschen Fummelei kann man alle innenliegenden Teile herausnehmen. Wie man jetzt hier sehen kann, ist das ganze Teil doch etwas verkalkt. Hier, wo der Wassereinlauf gesteuert wird durch den Schwimmer. Ich schätze mal, dass das hier ein bisschen gehakt hat, weil hier doch sehr viel Kalk drin ist. Der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus. So. Das werden wir jetzt gleich sauber machen, entkalken. Genauso wie das Teil. Das hier von unten auch so ein bisschen so, kann vielleicht etwas undicht gewesen sein, aber so das Gummiteil, das Plastikteil ist hier noch ganz intakt eigentlich. So, das machen wir auch sauber. Und ja. Das Ganze mache ich jetzt mit Salzsäure und die eignet sich wirklich ganz toll dazu, solche fetten Kalkablagerungen hier ganz schnell zu entfernen. Dummerweise greift die Salzsäure auch Chromteile an und
ganz wenig auch Metallteile. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wie man das verwendet, in welcher Konzentration, wie lange man das einwirken lässt. Aber nach meiner Erfahrung ist das so, dass Kalk ganz schnell gelöst wird. Von daher braucht man das gar nicht allzu lange einzuweichen oder ich pinsel das auch gerne mit ein. Das werde ich jetzt gleich mal vorbereiten und dann machen wir das mal. So, bei Salzsäure müsst ihr da sehr aufpassen. Erstmal ordentliche Handschuhe tragen. Das sind jetzt keine ordentlichen Handschuhe, aber die sollten dicht sein. Dann solltet ihr auf eine gute Durchlüftung achten und ja, und sehr vorsichtig sein, damit euch das nicht irgendwo an die Haut spritzt, denn das ist wirklich sehr stark ätzend. Es riecht auch sehr stark. So, ich habe hier so einen Pinsel, damit werde ich jetzt die Teile direkt mal einpinseln. Das wird noch ein bisschen verdünnt hier, möglichst mit warmem Wasser. So. Hier haben wir jetzt einen Teil mit so sehr starken Kalkablagerungen. Das werde ich jetzt hier gleich mal reintauchen und dann schauen wir mal, was dabei passiert. So. So, also ich werde das nochmal hier zeigen, wenn ich das hier reintauche. Was denn passiert? Es geht hier sofort los. Der Kalk ist praktisch sofort abgelöst. Die chemische Formel werde ich euch dann mal gleich hier einblenden, was hierbei passiert. Und ruckzuck haben wir den kompletten Kalk hier von dem Teil abgelöst. Wie gesagt, das ist ein bisschen problematisch mit Chrom. Salzsäure löst Chrom und greift auch ein bisschen Metalle an. Also wenn ihr hier Metallteile drin habt, müsst ihr da doch aufpassen und dann nicht so lange hier drin einweichen lassen. Weiß ich nicht, wie das Ventil hier drin aussieht, was da noch alles passieren kann. Da scheint erstmal kein Metall zu sein. So, hier ist noch ein bisschen, das würden wir noch ein bisschen einweichen. Also mit Salzsäure geht das am schnellsten, finde ich. Es gibt noch so Kalklöser auf Zitronenbasis, die sind dann nicht ganz so schnell. Oder was ihr so an Watt reinigen kriegt, das könnt ihr gleich ganz vergessen. Könnt ihr eine Woche einlagern, einweichen. So, also im Grunde das Gröbste schon mal weg. Das lasse ich hier noch ein bisschen drin. So, ja. Auf keinen Fall anfassen, bevor das ordentlich abgespült ist. Hier ist noch ein bisschen gelb. Ist die Frage, was das Gelbe jetzt ist hier. So. Mal gucken, wie sich das jetzt bewegt. Also es geht schon mal richtig locker jetzt, richtig gut. Das heißt, die Kalkablagerung hier sind schon mal ganz gut weg. Mit dem Pinsel geht das dann alles noch ein bisschen schneller. So. Mal kurz reinlegen. Und dann ist das erste Teil schon mal ganz gut fertig. Also wenn keine Blasen mehr aufsteigen, dann ist der Kalk auch schon weg. Und sofort beginnt die Salzsäure hier zu arbeiten.
innerhalb weniger Sekunden eigentlich ist das Kalk hier unten gelöst. Wie gesagt, auch extreme Vorsicht hier mit dem Pinsel, damit es nicht spritzt. Immer noch ein bisschen nachhelfen. Also noch sprudelt es hier sehr stark. Und solange es sprudelt, gibt es da noch das Kalk. Kann ich schon mal gucken, wie es jetzt aussieht. Also meistens ist jetzt hier eigentlich schon ab. Ein paar Kleinigkeiten da noch. Das Ganze mal umdrehen. So, die übrigen Teile werden jetzt ganz einfach in einem Wasserbad abgewaschen. Auch nochmal die entkalkten Teile gespült. Und dann kann das alles wieder eingebaut werden. Dichtungspaste hier ran. Ja. Jetzt mal ein bisschen festziehen hier. Damit das auch dicht ist. So. Ich würde sagen, Wassermarsch. Hier lasse ich jetzt Wasser in den Spülkasten einlaufen und überprüfe dabei die Dichtheit. Vor allen Dingen hier, diese Anstoßstelle muss dicht sein und darf kein Wasser austreten, weil das vor dem Stoppventil ist. Bei diesem Test hier stelle ich fest, dass da unten Wasser austritt und die Anschlussstelle nicht dicht ist. Deswegen muss ich jetzt alles nochmal auseinanderbauen und werde da auch ein wenig Dichtpaste dran machen. Die Sache. Wollen wir uns nochmal vornehmen.
Jetzt kann wieder alles zusammengebaut werden. Alles hier, Oskar. Du musst hier rüber. So. Nicht so fest anziehen, weil das Plastikgewinde nicht zu viel aushält. Hat jetzt hier stoppt und das sieht wieder wie neu drin aus. Alles schick. Erstmal läuft nichts nach. Da scheint auch nichts zu tropfen. Da oben ist auch alles trocken. Denke ich mal, dass wir das hier so erstmal wieder zusammenbauen können. So, jetzt bin ich fertig. Das Ganze funktioniert wieder, wie ihr gesehen habt. Ich habe nebenbei noch das gesamte Bad hier entkalkt, die Dusche und die Toilette, das Waschbecken. Jetzt ist wieder alles sauber und hält hoffentlich für die nächsten paar Jahre durch. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann müsst ihr unseren Kanal hier abonnieren. Der Kanal heißt Selber machen. Ja, das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.